Also das Wichtigste ist hierbei, dass man dem User wirklich eine einfache Lösung bietet, die sich transparent am besten in das Betriebssystem mit integrieren lässt. Der nächste Punkt ist der, dass man den User davon überzeugt, dass jedes Unternehmen schützenswerte Daten hat. Das geht von Finanz- und Buchhaltungsdaten über Forschung und Entwicklungsdaten bis hin zu Gehaltslisten. Eine Gehaltsliste beispielsweise geht außer dem Mitarbeiter, seinem Vorgesetzten und meinetwegen einzelnen Personen aus der Personalabteilung niemandem was an. Und das kann man mit einer Stormsheet Data Security wunderbar realisieren. Und der letzte Aspekt in dem Zusammenhang, ich bin jetzt kein Rechtsexperte, kann aber die EU-Datenschutzgrundverordnung sein. Diese schreibt es tatsächlich vor, dass personenbezogene Daten abgesichert werden müssen und ein mögliches Instrument kann dabei eine Verschlüsselung sein. Am besten transparent und soweit möglich ohne manuelles Zutun des Users. Das bedeutet, wenn ich in einem virtuellen Team zusammenarbeite, dann habe ich meistens, wie wir bei StormShield das nennen, Shared Space. Das kann jetzt Netzlaufwerk sein, das kann jetzt meinetwegen irgendeine Private Cloud sein. Und am besten ist es, sobald ich als User irgendeine Datei in diesen Shared Space hineinlade, dass dann vorher die Datei lokal auf meinem Rechner verschlüsselt wird. Und wenn der User dann tatsächlich doch einen manuellen Schritt durchführen sollte, dann muss es möglichst einfach sein. Das heißt, am besten macht er einen Rechtsklick in seinem Windows Explorer und kann dann aus diesem ihm angebotenen Kontextmenü dann den Verschlüsselungsprozess durchführen und definieren, wer außer ihm noch die Berechtigung hat, diese Datei zu entschlüsseln. Und das sind tatsächlich mehrere Aspekte. Der eine Aspekt ist VPN. Das bedeutet, ich sitze im Homeoffice mit meinem Rechner und baue dann einen gesicherten VPN-Tunnel in das Unternehmensnetzwerk auf. Und der VPN-Tunnel ist erstmal dazu da, mit verschiedensten Mechanismen diesen Netzwerkstrom dazwischen abzusichern. Wenn ich jetzt aber als User hergehe und aus dem Netzwerk eine Datei runterlade, liegt die erstmal auf meiner Festplatte. Und ab diesem Moment ist es nicht mehr unbedingt im Verantwortungsbereich von dem VPN-Tunnel, diese Datei abzusichern. Bei Bring Your Own Device kommt auch erschwerend hinzu, dass ich als IT-Abteilung nicht unbedingt die Kontrolle über diese Geräte wie Smartphones oder gar Tablets habe. Deswegen vertreten wir von StormShield und so ist es auch implementiert in unsere Lösungen eine Verschlüsselung auf Dateiebene. Denn nur so kann ich sicherstellen, dass die Datei, egal auf welchem Gerät sie sich verbindet, nach wie vor abgesichert bzw. verschlüsselt ist. Nun, es ist nun mal so, dass beim Thema Verschlüsselung Kryptographie und Kryptographieoperationen zum Einsatz kommen. Diese werden in aller Regel durch entsprechendes Schlüsselmaterial bzw. Zertifikate bereitgestellt. Und die Zertifikate werden von der sogenannten Public Key Infrastructure bereitgestellt und verwaltet. Und wir bei StormShield sind der Meinung, dass die Hoheit über die Verwaltung des Schlüsselmaterials komplett innerhalb des Unternehmens liegen müsste. Es geht hier einfach darum, dass wenn irgendwelche Missbrauchsfälle vonstatten gehen, dass ich selbst als Unternehmen, als IT-Organisation selbstständig darauf reagieren kann und nicht auf Dritte angewiesen bin. Und deswegen ist es auch so, dass wir bei StormShield niemals dazu in der Lage sein werden, verloren gegangenes Schlüsselmaterial wiederherzustellen. Und damit auch sind wir nicht dazu in der Lage, auf irgendwelche verschlüsselten Informationen zuzugreifen. Und das wollen wir auch nicht. Da kommt klassischerweise aus unserer Sicht das Agentless Feature von StormShield zum Einsatz. Das bedeutet, ich als User möchte quasi eine verschlüsselte Datei mit jemandem außerhalb des Unternehmens teilen. Das war mir früher sehr kompliziert, weil ich irgendwie für den Austausch von Zertifikaten oder gar von Zusatzsoftware sorgen musste. Und das war im Übrigen oft auch ein Grund, warum die Einführung von solchen Verschlüsselungslösungen gescheitert ist. Mittlerweile ist es so, als User kann ich definieren, okay, ich mache meinen Windows Explorer einen Rechtsklick und definiere quasi die E-Mail-Adresse des externen Users, der die Berechtigung haben soll, auf diese Datei zuzugreifen. Damit erhält der externe User einen Validierungslink per Mail, den er bestätigen muss und ab diesem Zeitpunkt eine zweite Mail mit dem One-Time-Passwort. Und ab diesem Moment wird die komplette Kryptographie-Engine in seinen Webbrowser reingeladen, ohne dass der User irgendeine Zusatzsoftware installieren muss.
Und auf dem dritten Wege dann, wie auch immer, stelle ich dem User die verschlüsselte Datei zur Verfügung und er ist dann dazu in der Lage, innerhalb des Browsers mit seinem One-Time-Passwort diese Datei zu entschlüsseln und muss somit nicht dafür sorgen, dass ein weiteres Stück Zusatzsoftware bei ihm installiert wird. Tatsächlich geht es hier darum, für eine transparente Lösung zu sorgen. In der Tat ist es so, dass diese sogenannten Cloud-Dienste, seien es Private Cloud oder Public Cloud-Dienste, einfach vermehrt Einzug finden, auch im Businessleben. Und die Stormsheet Data Security für Cloud and Mobility ist dazu in der Lage, die Kryptographie, den Verschlüsselungsprozess am Rechner direkt selbst auszuführen, bevor die Datei in meine Public oder Private Cloud reingeladen wird. Das kann jetzt beispielsweise, wenn es sein muss, die Dropbox sein, das kann jetzt mein SharePoint sein im Office 365 oder auch als Private Cloud-Dienst, OneDrive etc. pp. Also da gibt es unheimlich viele Cloud-Dienste, die wir als Shared Spaces unterstützen. Das können aber auch so gewöhnliche Dinge wie Netzlaufwerke sein. Und deswegen vertreten wir die Auffassung, dass es hier um eine Verschlüsselung auf Dateiebene geht und möglichst transparent mit möglichst wenig Zutun des Users.